Geil. You pole get wrecked, mate. Morgen, Jungs. Und Mädels. Wir haben heute mal etwas leicht Außergewöhnliches. Und zwar habe ich eine SCP-Mod oder wie der Schöpfer es selbst nennt, eine Nicht-Ganz-Mod. Und zwar habe ich die von einem YouTuber namens Silver bekommen. Der Channel ist in der Beschreibung verlinkt. Und wenn ihr die Mod auch ausprobieren will, dann, ich weiß nicht, ob er es überhaupt veröffentlichen will, wendet euch einfach an ihn. So. Genau. Ja, während ich hier das Menü mal kurz angucke, ja, kannst du dann schon mal hier vorlesen, um was es in der Mod geht oder was überhaupt neu ist. Genau, wir haben jetzt hier 4 neue Flüssigkeiten für SCP-294. Warum schreibt das als erstes? Ist das die wichtigste Neuerung? Die wichtigste Veränderung? Ja, weiß ich nicht. Viele neue Texturen, ein paar Sounds geändert und viel Verrücktheit. Okay. Bin mal gespannt. Insane halt. Gut, dann, das ist eine Random Map. Und ich habe gesagt, als Ziel, dass wir versuchen, in die Cafeteria zu kommen, um eben diese Flüssigkeiten zu testen. Ich habe die Begriffe, die es gibt, mir hier auf den zweiten Bildschirm gelegt. Okay. Und, klick mal, ja. Falls wir es nicht schaffen, machen wir, Did you see? Machen wir, nachdem wir da gestorben sind, eine Custom Map, würde ich sagen, mit der Cafeteria und ja, schneiden das hinten das an. Das ist eine gute Idee. Jo. So. Und das finde ich schon mal ziemlich lustig eigentlich. Ziemlich crazy. Nett. Ja, ansonsten. Du musst den Zettel nehmen. Ja, nee, ich wollte mir jetzt erstmal hier umgucken, wegen den Texturen. Ah ja. Sogar da geändert. SEP. Secure Insane Protect. Das ist auch gut. Insane. Sagt ihr das immer? Lustig. Ja, den rückwärts sprechen lassen, ja, oder? Klang so, weil die Stimme war ja auch noch normal. So, try anything stupid. Also schon mit Liebe zum Detail gemacht. Oh. Ah, das sagt er bestimmt immer, oder? Hört es so, oder? Sieht halt leicht komisch aus, finde ich jetzt in dem Fall. Als hat Textur. Okay. Schau mal da runter. Nix, ne? Nee. Okay, irgendwie schaut's cool aus. Der Door-Sound ist cool. Stimmt. Der ist besser als der Original. Komm, wir tun ihn nochmal ein. Oh Gott. Oh, was ist denn auf? Justin Bieber. Oh, wie schauen die aus? Schau die Gesichter an. Ach so. Deal with it. Was ist das Grüne hier? Ektoplasma? Oder Waldmeister-Gelee? Das ist insane. Hast du den mal angeschaut? Na, ja, sehen wir gleich. SCP meinst du? Ja. Was ist da drauf? Ah ja. Barbie oder was soll das sein? Ein Puppengesicht oder sowas. Keine Ahnung. Oh. Okay, ach, da kann man nicht zumachen. Das ist mir zu dunkel, Leute. So. Ui. Wo sind wir denn hier? Ja, der Anfangsraum. Ja, für mich war das gerade auch kurz ungewohnt, weil wir die letzte Zeit
die alten Versionen gespielt haben. Ach so, ja. Jetzt sehe ich sie. Aber das hat schon alles seine Richtigkeit. Nehme ich mal an. Okay. Es geht los. Nach 5 Minuten. Ist jetzt noch nicht viel Neues. Da wieder grün. SCP 173 hat neue Sounds für 0690, 079, 035, 049. Ein paar Easter Eggs gibt's außerdem noch. Das ist ein Easter Egg, oder? Nee, ich glaube, die sind versteckter. Das könnte vielleicht eins sein. Eine neue. Ja, das ist eigentlich auch fast zu offensichtlich, weil Easter Eggs, die müssen ja gut versteckt sein. Eigentlich. Dann versteckt da mal was gut hier in dem Spiel. Ja, das geht bestimmt. So in den Documents zum Beispiel. Oh, pass auf. Ui. Oi. Also, ja. Bauen wir uns eine Map? Nee, jetzt bald, haben, ne? Das, da haben wir noch nichts gesehen. Das war ja nichts, aber ich mache jetzt ohne Intro. So. Dann geht's ein bisschen schneller. Die Schriftart ist noch normal, oder? Das kommt jetzt auch nur so vor, weil in den alten Versionen ist sie wieder anders. Also so sieht es ja schärfer aus, finde ich. Allgemein die Texturen auch von den Ladebildschirmen sind voll scharf. Da kommt so vor, als ob das wirklich auf 1080p ausgelegt ist. Nur beim anderen wird es noch hochskaliert, glaube ich. Sind. Niederaufgelöste Texturen. Sagen wir auch was anderes. Nee, das sagt er, glaube ich, immer. Oh. Okay. Das ist gut. Das ist praktisch. Ja, was machst du? Wenn wir eine Keycard hätten. Ach so, da brauchen wir auch eine. Aber jetzt wissen wir, dass der. Oh, nochmal. Dass der Raum da ist. Noch eine. Zumindest Level 1. Keycard. Ah ja. Was? Ah, okay. Ah, das hatten wir doch bei der Mess Up Reach nicht auch schon? Hatten wir? Ich glaube, da war auch so ein Mittelfinger. Dasselbe, ja. Bin mir nicht sicher, aber. Oder. Bei der Brony Mod war ja diese. War dieser Huf, ne? Ja. Ja, keine Ahnung. Oh, das ist geil. Aber nur da oben irgendwie, ne? Irgendwie ist es eklig. Ja gut, jetzt wurde so vieles, aber so, als es nur so ein bisschen blau war, fand ich das ganz geil. Das fand ich geil. Hat der auch einen anderen? Achso, Sound? 0690? Nee. 106 meinst du? Ja. Hat das wieder JB? Ist es hier copyright-technisch eigentlich einwandfrei? Nein. Für die Mod? Okay. Interessiert es jemanden? Nee, warum soll das nicht gehen? Eine Person des öffentlichen Lebens. Ja, aber irgendwer hat ja theoretisch die Rechte am Bild. Ach, da kommen wir nicht neu. Also langsam brauche ich eine Keycard, weil wir entfernen uns immer weiter von diesem besagten Startpunkt. Ja. Shit happens. Oh Gott. Oh, da ist weiß der Smoke. Oder da ist irgendwas drin. Das ist ja ein Hanfblatt. Da steht irgendwas drin. Text. You so. Get. Man kann es nicht lesen, wir müssen anhalten. Jetzt auf Pause. Die Zuschauer. Die Framerate ist zu hoch! Okay. Also ihr könnt daheim Pause drücken. Gut, dass er da nicht drin war übrigens. Aber ich hätte nichts gehabt, womit ich nicht hätte werden können. Hast du gerade auch was gehört?
Ja, so geklopft hat es nicht. Okay. 0815 Ambient Sound. Kann man sagen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder eine etwas längere Episode wird. Ja, du findest jetzt einfach eine kacke Karte und gehst zurück. Guck halt immer both ways schon mal, ob da auf jeden Fall eine Karte sein könnte. Ja, nicht. Don't end. Hä? Ah, don't end? Stimmt, don't enter. Aber wir stellen uns einfach mal blöd. Nein. Geht auch gar nicht. Oh. Was denn? Ah. Wahrscheinlich war er jetzt gerade da und dann dadurch, dass du raus wieder rein bist. Ich bin ja nicht mal reingegangen, oder? Weiß ich nicht. Warum nicht? I don't know. Ihr habt's gut, ihr könnt jetzt 10 Sekunden zurückspulen. War da nicht manchmal eine Keycard drin? Ja, wenn du ein paar Mal durchgehst, oder? Ah ne, da ist schon. Ja gut, dann geh nicht zu oft durch, sonst... Was ist das, Speed 384 oder sowas? Hier, irgend sowas. Ja, oder so. Ja gut, dann... Nicht zu oft, sonst geht die Karte vielleicht weg. Das passiert wirklich. Da scheint nichts. 939 ist das. 939 ist der rote hier. Da unten. Sicher? Ja. Kann ich dir so sagen. Ah ja, stimmt. Aber der war auch, glaube ich, doch eine höhere Zahl. Ist ja egal, geht's denn dahin, wo du hin musst. Ja, meinst du, da finde ich jetzt noch hin? Ja. Na gut. Auf jeden Fall musst du da lang. Erstmal. Ja. Da musst du auch geradeaus. Eine andere Möglichkeit habe ich, glaube ich, auch nicht. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Da ist der, müsste dieses Übergang, genau. Ah ja, okay, gut. Das ist gut. Und da ist der Donten. Ah, will ich doch gar nicht. Donten. Donten. Das heißt garantiert und enter. Ja, wenn es da steht, dann gehe ich da ganz bestimmt rein. Sobald ich kann. Da muss ja irgendwas drin sein. Waren wir da? Wir haben einen Typ gesehen, ne, der da reingeht. Ja, aber da ist ja nichts. Nein, ich meine, ja, ob das der richtige Weg ist. Machen wir Waldmeister. Was haben wir jetzt? Da nicht. Ich schätze, nee. Nee, das war's nicht. Meinst du? Schaut links. Doch, dann war's das. Nee, das ist der Sarg. Kommen wir nicht rein, ne? Doch, der Hausmeister kommt da rein. Ja, jetzt läufst du wieder zurück, Junge. Ja, ich wollte noch checken, hier, was es da gibt. Ich glaube, es hat schon gestimmt. Als ich hier raus bin, war dann die Brücke links. Okay, wie meinst du? Glaub schon. 75%. Ne? Wo ist er? Genau, was haben wir dann? Dann haben wir die Level 2 Karte und dann müssen wir noch, brauchen wir auch noch den. Oh nein, da brauchen wir auch noch den Ding. Den? Das 914 zum Umwandeln. Ja gut, der kann ja auf der anderen Seite vom Eingang sein. Ich bin ja rechts gelaufen und dann. Ach so, ja gut. Vielleicht halt. Da. Kann man nix mach, ganz vergess! Den Sound noch nicht geändert. Den Piep? Ja. Von da bin ich gekommen, hundertprozentig. Oh. Das ist der, oh, okay, das ist voll getan. Und dann, ja. Achtung, jetzt keinen Scheiß machen. Ich probier's. Ist die Version, wo es wieder Mausbugs gibt. Ich hatte aber noch keinen. Ja. Oh. 360. Da. Okay, alles safe. Alles safe.
War das der Anfang hier? Guck halt, ich weiß es nicht. Ja, okay. Nee, dann ist gut. Yeah. Also geh rein. Ja. Ja. Ja, wir haben noch. Hallo? Take it. Oh nein. Oh nein. Alles gut. Sie schwimmt immer, sieht ihn immer erst gar nicht. Und dann blinzelt man und dann ist er plötzlich schon da. Ich bin irgendwie einmal jetzt außen rum, oder? Was war da? Da ist er nochmal. Da bin ich scheinbar nicht rangegangen. Vorhin. Hä? Aber dann würde ich. Dann war das die erste Map, da habe ich jetzt verwechselt. Jetzt. Geh halt da mal lang. Doch erkennen. Geh da mal lang. Ja, ach. Das ist gut, dass der nicht mehr in der Mitte ist, weil da hast du ja immer gar nichts gesehen. Okay. Take the shortest way out. Yeah. Follow me. Did you hear that? Das war jetzt irgendwie. Ja, da die Sounds wahrscheinlich ausgetauscht. Diese Knackdinger. Ja. Das klang so unspektakulär. Ja. So zack, und dann war er da und alles ist vorbei. Und wir mal weiterkommen? Ja. Wir haben doch keine Zeit. Das ist, da brauchst du eine Zunge. Da brauchst du gar nicht nein. Ja, dann verfolgt er uns. Wo ist der andere jetzt? Weg. Das ist nicht mehr hinter der Tür. Das gefällt mir aber nicht. Da waren wir noch nicht. Das ist gut. Aber die Cafeteria ist eh erst nach der Heavy Zone, ne? Ja. Vielleicht ah, okay. Bin leicht vor Justin Bieber erschrocken. So. Ja. Ich lasse das Türlein mal offen. Aber. Willst du vielleicht saven? Saven? Ich vielleicht. Ich will eigentlich nicht, aber. Und mach vielleicht fein. Jetzt habe ich gesaved, jetzt kann ich auch gleich Very machen. Oh, ich muss aufpassen. Es geht ja nicht. Ich kann nichts lesen. Boah! Alter Junge. Du bist da richtig rausgerannt irgendwie, oder? Ja, das war doch nicht mehr im Augenwinkel. So, so voll um die Kurve. Das war voll im Blickfeld, Alter. Du bist auf der falschen Seite. Ja. Was machst denn du? Da ist irgendwas. Ich möchte es sehen. Das ist so mal Minecraft Creeper, oder? Nee. Das ist irgendein Gesicht, irgend so ein Püppchen, keine Ahnung. Ich komme nicht nah genug ran. Ist das vielleicht größer? No Clip? Vielleicht kannst du auf der anderen Seite. Mit No Clip komme ich näher hin. Was soll das denn sein? Keine Ahnung. Vielleicht weiß es einer der Zuschauer. Soll er uns erklären? Also, du hast eh verkackt, du kannst gleich nochmal neu laden. Noch ist nichts verloren. Ach komm. Jetzt da rumprobieren oder was? Bisschen rumprobieren. Was die Decke ist jetzt tiefer? Tiefer, oder? Als in den alten. Oder höher. Oh, ich weiß es jetzt auch nicht. Da kommen wir schon ziemlich hoch vor. Level du? Also mach bitte vor. Ich hab jetzt schon ein Level 2. Durch Very Fine. Wenn jetzt die andere kaputt geht, dann geht die andere dafür vielleicht wieder ganz. Du bist dann in Level 2. Mhm. Na siehst du. Hast dich umsonst aufgeregt. Was haben wir hier? Ein Zettel. Ah, immer noch dasselbe. Krampf! Wir bräuchten mal einen, der uns das hier übersetzt. Auf lesbar. Jetzt kann man doch lesen, oder? Ja, aber ist anstrengend. Kann man doch lesen. Hausaufgaben kann man auch machen. Soll ich hier runtergehen? Wo runter? 939. Nein. Warum nicht? Weiß nicht, oder wenn du meinst, dass du da lebend durchkommst und dass es uns weiterbringt, dann kannst du es machen.
die Hand vielleicht. Ja, dann mach halt. Oder speicher wie? Halt vorher. Das ist eh schon gespeichert. Ja. Ha. Wir safen, Leute. Oh, wir haben jetzt eh verloren. 20 Minuten. Ja. Aber gesagt, die Episode kann vielleicht etwas. Da ist schon wieder dieser Smoke. Man kann es zum Verrecken nicht lesen. Muss die so verfolgen. Kannst du es lesen? Yo. Nee, Alter. Achtung. Achtung. Ja, oh, da kommt er schon. Wir sind Boden. Den anderen? Ist da. Aber die Hand ist nicht da. Schade. Jetzt geh lieber weiter, sonst. Ja. Da ist der aber. Diesmal hat man ganz deutlich Show verstanden. Show yourself. Enjoy yourself. Der ist weg. Komm, jetzt geh. Weck mich, weck mich, weck mich. Oh, 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 mich, oh, 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 ding, ding, ding. Oh. Glück gehabt. Meinst du bist safe? Ja. Oh. Oh. Ich dachte, dieser Schreisound, der kommt, wenn sie dich verfolgen. Da war plus 7. Ich hab irgendwas Rotes gesehen, spät hingeguckt. Das war plus 7. Das kommt nur einmal. Vielleicht, wenn du reingehst wieder. Guck mal, es hat sogar hier draußen noch einen Effekt auf mich. Okay, geh mal rein. Dann blitzt es vielleicht wieder. Nein. Nee. Klappt vielleicht wirklich nur einmal. Ja, ist er jetzt da drin? Ja, man weiß es gar nicht, ne? Man weiß es gar nicht. Oh ja. Oder? Nee. Ja. Das war ein bisschen safe. Das war, 072. 79, oder? 79. Aber, ja, durch diese komische Schrift in dem. Da hat er eigentlich auch sonst neu gemacht, aber wahrscheinlich muss man da dazu in die Containment Cell. Ja, wenn du mit dem redest, wahrscheinlich. Ich glaube mal hier in die nächste Zone. Oh. Zone ist es auch eine Einheit für den Lautstärkepegel. Aber, was? Da geht es scheinbar nicht weiter. Ja. Gut, dass du zugemacht hast. Da war wieder der andere. Waren wir jetzt eigentlich schon mal hier? Nein. Vergiss nicht. Aber nach dem Raum. Vergiss nicht. Ich hab's eigentlich gar nicht vor. Hat aber funktioniert, wenn ich sage, vergiss nicht zu save. Oh. Aber wenn ich jetzt sterbe, dann ist die Episode größtenteils vorbei. Dann kommt dann nur noch die Cafeteria. Aber da hat er kein Dings gemacht. Komm ich da durch? Ja. Das schaut doch brauchbar aus. Schon mein Cup habe ich auch schon dabei. Für 294. Dieser blöde Justin Bieber. Das war neu, oder? Dieses Buff. Ja. Wie er gelandet ist. Angedockt hat. Was? Wo bist du? Hey, hinter dir! Hinter dir! Hm. Ah ja. Das war der Raum. Willst du gleich loaden? Weil das bringt ja nichts. Jetzt soll ich nochmal loaden? Ja. Ja, oder was will. Oder wollen wir noch zu den. Oder mach mal gleich die Cafeteria. Machen wir gleich die Cafeteria. Ja. Ah, du musst eigentlich, wir müssen keine mehr bauen, wir können ja auch uns hin Kommandozeilen fixieren. Kann man das? Ja. Was, wie das geht? Mach mal. Ja, wie denn? Da steht doch, wie es geht, oder? Steht es nicht, wenn du die Kommandozeile aufmachst? Also, da stehen doch so Anweisungen. Spawn, nee. Teleport. Teleport. Room Name. Cafeteria vielleicht. So? Probier's mal. Nein! Also müssen wir schnell. Das schneiden wir am besten raus. Peinlich! Jetzt bleibt's drin. Und ja, bis gleich. Da sind wir wieder. Also wir haben uns jetzt ein Lab gebastelt mit
der Cafeteria, ich hoffe es war richtig, weil wir irgendein Event angeschaltet haben. Das ist bestimmt der Eric. Warte, ist das jetzt der erste Raum oder ist es schon die Cafeteria? Das ist schon... Sorry, warte mal, das ist der erste Raum. Ja. Das ist der erste Raum, ne? Warte. Ach ja. Ah. Okay. Ah. Eric? Was ist das? Ist nicht dabei, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Vergessen, was gleich bekomme ich wieder die Erleuchtung. Hilfe! Ja, das ist schön eigentlich. Das ist geändert, schau mal. Ist das neu, ja? Ja, schon, das ist doch da. Guck mal, der tut einen Hirsch. Oder? Ich weiß nicht. Es könnte schon sein, dass das normal ist. Ich weiß es nicht. Jetzt pass mal auf, nicht, dass der ICP ist. Okay. 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 Wir sind auf jeden Fall da. Corrupted. Ist das erste auf der Liste, die er mir gegeben hat. Dispensing. Starbucks. So. So viel Mittelfinger. So. Cup of Corrupted. Okay. Und jetzt steht das Spiel ab. Oder was? Achso, jetzt mal. Hä? Oh, warte mal. Achso, jetzt habe ich es schon empty. Du solltest auch vielleicht safen, oder? Wobei. Das ist ja der erste Raum. Ja. Nochmal. Ja, irgendwas muss ja da passieren, oder? Also, das ist, oh, ach. Corrupted. Das Audio-File ist vielleicht, oder das Event ist corrupted. Warum schon wieder? Ah ja, war der das? Ich mach's nochmal. Hä, warum? Das corrupted geschrieben. Out of range, dass sowas falsch war. Dead. Ich kann dann leider nicht mit der Tastatur schreiben. Das auch. Warum schon wieder? Okay. Na, wer soll das sein? Ja, der Silver wahrscheinlich selber, oder? Ach so? Gehe ich mal davon aus. Wenn schon Deutsch ist. Okay, also als nächstes Headshot. Aber Headshot mit I. Oder meinst du, das hat sich vertippt? Headshot. Ja, das könnte vielleicht sein. Probieren wir erstmal. Headshot. Nee, also ist absichtlich so. Absichtlich falsch geschrieben. Okay. Das ist die Mittel. Ja. Sowas wie Farget. Ah, ich kann aber hier noch postmortale Zuckungen machen. Hast du gesehen? Ja. Okay, wir skippen wieder, bis wir am Automaten sind. So, sind wieder da. Diesmal speichere ich vielleicht wirklich mal. Aber wir haben noch ein paar Sachen. Jetzt kommt Fearing HD. Fearing HD. Spannend. Macht dann morgen, Jungs? Ja. Oh Gott. Nein. Rage? Oder klingt das nur so dramatisch? Was ich gerade auspacken? Take it. I see dead people. Okay. Aber irgendwie passiert nichts. Nochmal. Nochmal. Vielleicht gibt es ja sowas wie alternative Events, weil beim anderen gab es auch zwei verschiedene Sounds. Kann das bei Rage nicht auch so? Oder so ähnlich? Gell.
I see dead people. Ja. Das hat aber nichts damit zu tun gehabt. Oder? Was? Nee, das gerade so gemacht hat. Nee, ich glaube nicht. Na gut. Dann, Nazi. 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 Was kommt jetzt? You feel racist. Und der letzte Ferry. Furry. Ein McFurry. Also in dem Moment, wo ich das dann trinke und mich umdrehe, ist dann SCP-173 in Form eines Furries. Hä? Bin ich jetzt tot? Soll das so sein? Du hast es nicht mal getrunken, oder? Nee, das war scheinbar irgendeine Wirkung von Fearing HD noch. Ja, eine Lotion. Oder von Nazi? Ist, weiß nicht. You feel racist. Und dann kippst du tot um, oder was? Ja, der rote auch. Wer? Ferry, der 49. Mit der Maske da. Im Ladebildschirm. So, jetzt mach. Hab ich nicht gesehen. Ich mach jetzt Ferry. Hat irgendwer gerufen, oder? Hm. Da drin. Viel zu fluffy. Ach, das heilt bestimmt. Ja gut, das wissen wir leider nicht. Naja. Ja, jetzt nein. Jetzt mach doch Ding. Oder willst du noch irgendwas sehen? Es geht ja nicht weiter. Den hier mach ich jetzt. Du kannst jetzt Rage eingeben. Bei dem passiert irgendwie nichts. Rage müsste ich dann nicht normalerweise hier die erläutern. Oh Gott. Ja, das dauert zu lange, das musst du die ganze Zeit machen. Mach Rage. Rage, Junge. Rage Quit. Ja, stimmt, das ist ein Rage Quit. 130 Dezibel. Geil. Decibel. Warte, passiert schon was? Was werden wir es eingeben? Ja, ne, oder? Ich glaube, jetzt macht's Boom, ja. Geil. You pole get wrecked, mate. Ah ja. Nun gut. So viel zur SEP Insanity Breach. Wieder gesagt, nicht ganz Mod. SIP. Ja, wir gehen mal davon aus, dass es deutsch ist, weil dann klingt es so ähnlich wie SEP. SIP. Weißt du, was ich so wollte? Wer du meinst. Und Insanity. Naja. Insane, das passt. Contain Insane. Ja. Ja, war ganz nett auf jeden Fall. Liebe zum Detail, aber ich hätte mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwünscht. Also hier Sounds und Texturen allgemein. Mhm. Ja, ist ja wahrscheinlich jetzt noch so die Anfangs. Aber Version. Vor allem am Anfang hat man halt gemerkt, dass viele Details auf jeden Fall geändert wurden. Easter Eggs haben wir keine gesehen, glaube ich. Ich weiß nicht. Man muss erinnern, wie man das definiert, dann wahrscheinlich. Ne? Oder? Ja, dann müsst ihr dann Silber Kommentare schreiben und genau. Falls es noch irgendwas zu entdecken gäbe, bitte auch Kommentare schreiben, dann schauen wir uns vielleicht nochmal an. Ansonsten geht es nächster Zeit sogar weiter mit Retro Breach. Genau. Und ja, ansonsten, es dauert erstmal noch eine Weile, glaube ich. Wie gewohnt, ja. Das kennt's ja. Ihr wisst Bescheid und liked unser Video und subscribed und bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Let's Play. Tschüss. Auf Wiedersehen, meine Jungs.